Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Episode. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der sechste Spieltag der Champions League steht an. Einige interessante Entscheidungen, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr sportlich fair in den Kommentaren bleibt, wie immer eigentlich. Jetzt geht's los mit Lyon gegen Leipzig. Viel Spaß und danke fürs Dabeisein. RB Leipzig hat sich bereits für die K.O.-Phase qualifiziert, doch man möchte mit positivem Schwung in diese Runde dann gehen. Die Anfangsphase hier noch etwas verhalten gegen Olympique Lyon, doch dann übernahm der rote Bulle Ademola Lookman mit der ersten Top-Chance. Lopez muss glänzend eingreifen. Das war ein sehr schöner Abschluss, der den Treffer durchaus verdient gehabt hätte. Gepasst hätte der auf jeden Fall, aber eben Lopez zur Stelle. Leipzig machte weiter Druck und ging vorne drauf. Lyon mit einigen Nervositätsfehlern. Sie können ja noch rausfliegen aus dem Wettbewerb. Einzig und allein Lopez kämpfte dagegen an, was seinen Spielern vorne in den Beinen fehlten, hatte er zumindest in den Armen. Sehr gute Tat. Kurz vor dem Seitenwechsel nun die Franzosen im Vorwärtsmarsch. Es dauerte wirklich eine lange Zeit. Nun kommt hier Sarraci zu spät mit der Grätsche und Traoré findet in der Mitte Moussa Dembélé, der in der zweiten Minute der Nachspielzeit das unverdiente 1:0 macht. Das für Gulaschi, dem Rückkehrer im Kasten, nichts zu halten. Leipzig davon etwas aufgeworfen und Lyon mit Selbstvertrauen. Cornet zieht in den Strafraum ein, findet in der Mitte Moussa Dembélé. Stunde gespielt, der Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Aber so ist es dann, wenn man seine Chancen nicht macht. Vielleicht fehlte Leipzig auch der allerletzte Anreiz durch das vorzeitige Weiterkommen. Sie rappelten sich nicht mehr auf, stattdessen nochmal Olympique Lyon über die Außenbahn. Upamecano klärt in die Mitte, sollte man bestenfalls vermeiden. Aber es geschah kein Tor mehr draus. Am Ende steht es 2:0, das in Ordnung geht nach einer guten zweiten Halbzeit von Lyon. Leipzig hätte zu Beginn die Chance machen müssen, versäumte dies und geht hier dann nur als Tabellenzweiter in die nächste Runde. Ganz wichtiges Spiel für den BVB gegen Slavia Prag muss man gewinnen und Inter Mailand darf gegen Barcelona eben nicht den Dreier holen. Die Anfangsphase nervös bei Dortmund, bei Slavia Prag ist nichts mehr zu verlieren und so traten sie hier mit freier Lunge auf. Eine richtig dicke Chance hier zu Spielbeginn. Der geht haarscharf am Kasten von Roman Bürki vorbei. Das wäre hier eine Katastrophe gewesen für Schwarz-Gelb. Die Anfangsphase langsam überstanden. Dennoch befinden wir uns in ihr und die erste dicke Chance für den BVB in Person von Julian Brandt. Eine richtig gute Möglichkeit, hier doch in Front zu gehen, nachdem Slavia Prag erstmal gut vorpreschte. Doch der Treffer sollte noch nicht gelingen. Eine offene Partie im ersten Durchgang. Nochmal die Gäste. Roman Bürki jetzt. Muss er mal fliegen, darf fliegen. Zeichnet sich aus. Knapp 90 Minuten waren hier von der Uhr. Super Tat des Schweizers im Dortmunder Gehäuse. Ein 0-0 würde einem hier nicht wirklich helfen. Ein Dreier ist hier Pflicht. 45 Minuten noch Zeit. Also für den BVB. Und sie gelobten Besserung, spielten jetzt in der Defensive besser und auch nach vorne brachten sie einiges zustande. Jadon Sancho liegt zurück und da hat's Axel Witsel. Der Knoten war geplatzt fürs Erste. 52. Minute. Der Belgier schießt ein und lässt die Dortmunder Herzen höher schlagen. Sie raten weiter an, wollten noch einen drauflegen. Piszczek, Axel Witsel legt zu Julian Weigel. Reus kommt zunächst nicht durch, doch sie bleiben dran. Reus wieder, Außenpfosten. Sie verpassten die Vorentscheidung
zu erzielen. Der zweite Treffer hätte dafür sorgen können. So mussten sie weiter zittern. Freistoßsituation aus dem Mittelfeld. Stanku und der Ball. Sieht erst nicht gefährlich aus, wird dann aber doch brenzlig. Mehr kam von den Gästen im zweiten Durchgang, aber nicht. Dortmund gewinnt mit 1:0, lässt somit die Champions League Hoffnungen weiter glühen, denn Inter Mailand muss gegen den FC Barcelona auch erstmal parallel gewinnen. Leverkusen hat tatsächlich noch die Chance, das Unmögliche möglich zu machen, doch noch in die K.O.-Phase einzuziehen. Zumindest sieht's gut aus, was die Europa League betrifft, aber jetzt möchte man vielleicht sogar noch mehr. 12. Minute, Kerem Demirbay mit dem perfekten Freistoß. 13. Spielminute, Juventus im Hintertreffen. Die Italiener sind schon weiter. Atletico Madrid stand jetzt, müssten sie gewinnen, parallel gegen Lok Moskau, sonst wäre Leverkusen weiter. Und der erste Durchgang in der Hand von Bayer 04. Man merkte bei Juve, dass da nicht mehr die hundertprozentige Leidenschaft drin steckt. Demirbay steckt durch zu Kai Havertz. Der legt perfekt ab für Kevin Volland. Der muss nur noch den Fuß hinhalten. Und 5 Minuten vor dem Seitenwechsel steht es 2:0 für Leverkusen. Absolut verdient. Schwache Partie von Turin. Aber auch gut von der Bosch-Elf, was sie hier ablieferten. Im zweiten Durchgang wurde es nun besser, was die Gäste spielten. Matuidi wird nicht angegriffen, kann somit die Baller sich den Ball leicht hin und her spielen. Pjanic, die Baller zu Blaise Matuidi. Die erste Annäherung, auch wenn es nicht wirklich gefährlich wurde. Die Zeit lief. Für Leverkusen. Viertelstunde nicht mal mehr auf der Uhr. Da ist Arangis. Der legt zu Volland. Der mit Glück zu Bailey und Danilo. Der klärt es dann. Das hätte die Entscheidung sein können. Aber eine gute Parade von Wojciech Szczęsny. Schlussphase. Sollte Juve noch einen späten Doppelschlag landen. Gegen Atletico wurde es für Leverkusen am Ende noch spannend. 90. Minute, Cristiano Ronaldo sticht zum 2:1. Doch es gab keine Möglichkeiten mehr danach. Leverkusen sichert zumindest aus eigener Kraft die Möglichkeit für die K.O.-Phase. Die Frage, was macht Lok Moskau gegen Atletico? Es war ein historisches Hinspiel. Bayern fertigte Tottenham historischen Ausmaßes ab. Man ist sicherer Tabellenerster, will aber gerne die weiße Weste beibehalten. Gegen die Spurs soll der nächste Sieg her. Die erste Chance gehörte nach 6 Minuten, aber den Gästen. Harry Kane mit dem Abschluss etwas zu unplatziert. Manuel Neuer klärt den zur Ecke. Aus dieser resultierte dann nichts. Bayern fand langsam rein in die Partie, dann aber mit ordentlich Gebrüll. Leon Goretzka zieht in den Strafraum ein. Lewandowski legt perfekt ab für Joshua Kimmich. Ein klasse Spielzug, der dann zum 1:0 führt. Etwas glücklich, aber herausragend gespielt. Vor dem Seitenwechsel kam dann von Tottenham nichts mehr. Stattdessen Bayern wieder nach vorne unterwegs. Leon Goretzka zu Joshua Kimmich, der hier zum Doppelpack ausholte, aber scheitert. Netter Abschluss, nicht ganz platziert genug. So ging es dann erstmal in die Pause. Bayern konnte absolut zufrieden sein, stand jetzt 18 Punkte nach 6 Spielen. Das ist wirklich historisch. Im zweiten Durchgang der FC Bayern wieder dominant. Lewandowski, Müller! Erst ist da der Keeper zwischen, doch dann ist es ein fast slapstick-mäßiges Tor. Unglaublich. Da stolpern sie gegenseitig übereinander, verlieren die Orientierung und Müller
bringt das Ding über die Linie. Davon konnte sich Tottenham nicht mehr erholen. Der FC Bayern wollte gerne noch ein drauflegen. Sanchez, der heute eine unglückliche Figur machte, zu Lewandowski. Doch der Pole kam heute nicht zu einem eigenen Treffer. Schöner Versuch, aber ohne Belohnung. So blieb es am Ende beim verdienten 2:0. Der FC Bayern hat also die 18 Punkte geknackt und so kann man doch mit Selbstbewusstsein dann nächstes Jahr in die K.O.-Runde gehen. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin und adios.